Cześć, jestem Juliano. Hallo, liebe Zuschauer, wie geht's? Ich bin Juliano und heute möchte ich noch einen Bericht über meinen Lernprozess der polnischen Sprache erzählen. Also, letztes Wochenende war ich auf YouTube, um einige Videos über Polnisch zu sehen und ich habe einen sehr interessanten Kanal gefunden. Der Kanal heißt Code America. Er gehört einem Amerikaner. Er wohnt zurzeit in Polen mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern. Das ist interessant, weil ich auch verheiratet bin, habe eine Frau und zwei Töchter. Und ich lerne Polnisch jetzt. Also er macht sehr interessante Videos über das Land, die Sprache, die Kultur und so weiter und so fort. Er macht auch einige Interviews mit Leuten, die nach Polen umgezogen sind. Und das ist sehr interessant. Er hat eine sehr gute Aussprache auf Englisch. Man kann alles verstehen und er spricht sehr, sehr deutlich, sehr gut. Und er kann auch Polnisch, heutzutage natürlich. Er wohnt dort seit vielen Jahren schon. Und es gibt auch Teile in den Videos, wo die Leute auch Polnisch sprechen, wie zum Beispiel seine Frau und die Töchter und einige Freunde. Aber er macht Untertitel auf Englisch und ich kann alles verstehen, natürlich. Ja, das ist super toll. Er zeigt nicht nur die Sprache, aber auch die Kultur und die Städte in diesem Land und er spricht über die Geschichte auch. Und wenn man eine Sprache lernt, es ist auch interessant, etwas über die Kultur zu kennen und die Geschichte des Landes. Das ist immer gut, um eine Ermutigung zu haben, um nicht aufhören zu lernen. Weil alle diese Sachen zusammen, nicht nur die Sprache, aber auch die Kultur, die Geschichte, die Leute, die man kennenlernen kann, sind wichtig, um diesen Prozess einfacher zu machen. Also, ich gebe euch diesen Kanal zu besuchen, Code America. Es gibt schöne Videos, schöne Erzählungen und Geschichten und Leute und viele, viele Aspekte dieser Kultur zu wissen und zu kennenlernen. Also ja, ich bin sehr, sehr begeistert und glücklich und ich hoffe, dass wenn ich nach Polen fliege, innerhalb 7 Monaten, kann ich auch etwas über die Geschichte und die Kultur des Landes kennen und mit den Leuten sehr gut umgehen. Ja, das ist alles für heute. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass das euch gefällt. Und tschüss, auf Wiedersehen.